Herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo. Heute geht es um die Kraft, und zwar um die Kraft im mechanischen Sinne. Das Symbol der Kraft ist F, steht englisch für Force. Deshalb wird es auch mit F abgekürzt. Die Einheit ist Newton, wird mit einem N abgekürzt, also auch andere Einheiten mit Vorsilben wären Einheiten der Kraft, wie zum Beispiel Kilonewton, Dezinewton, Zentinewton, aber das sind ja nur die Vorsilben von dieser SI-Einheit. Die SI-Einheit ist eben Newton. Aber nicht wundern, warum manchmal eine Kraft auch in Kilonewton angegeben wird. Kilo heißt ja einfach nur 1000, das wären dann wieder 1000 Newton. Zur Berechnung, die Kraft wird mit der Formel M mal A. M steht für die Masse und A steht für die Beschleunigung. Also mit dieser Formel F ist M mal A kann man die Kraft berechnen. Manchmal wird auch hier statt M mal A M mal G hergenommen. Und G ist auch eine Beschleunigung, und zwar die Erdbeschleunigung. Also wenn man eine Kraft berechnet, die von oben nach unten geht, also die Kraft, mit der ein Objekt von der Erde angezogen wird, Beispiel freier Fall, dann nimmt man M mal G, weil ja G die Beschleunigung der Erde ist, die Erdbeschleunigung. Und wenn aber man eine Kraft von links nach rechts, horizontal zum Beispiel berechnet, dann nimmt man die Formel M mal A. Hier steht noch, die Kraft ist die Ursache einer Geschwindigkeitsänderung. Also wenn eine Kraft auf einen Körper einwirkt, wird die Geschwindigkeit von diesem Körper verändert. Kann sein, es kann aber auch sein, dass der Körper gleich bleibt. Dann ist die Kraft sozusagen nicht direkt sichtbar. Zum Beispiel, wenn ein Tisch irgendwo steht, am Boden steht, dann wirken auch Kräfte, obwohl nichts in Bewegung ist, keine Geschwindigkeit. Trotzdem sind Kräfte, die sind aber in diesem Fall nicht sichtbar. Kräfte können Körper zudem noch verformen oder beschleunigen oder abbremsen und so weiter. Sie werden mit Pfeilen dargestellt. Hier sieht man einen Kraftpfeil. Dieser rote Pfeil steht für eine Kraft. Diese Kraft geht jetzt in diesem Fall vom Angriffspunkt weg, von links nach rechts. Also Beispiel, es wird einfach hier an diesem Punkt nach rechts gezogen. Man kann sich vorstellen, das ist zum Beispiel ein Seil. Hier steht man mit der Hand und zieht nach rechts rüber. Die Länge von diesem Pfeil signalisiert die Größe der Kraft. Also je größer die Kraft, umso länger ist dieser Pfeil. Und jeder Pfeil besteht eben aus Länge. Das ist, wie groß ist die Kraft. Die Richtung, die zeigt an, wohin wirkt die Kraft. Und das ist auch die Wirklinie. Die Wirklinie ist die Linie, auf der die Kraft wirkt. Also wenn diese Kraft jetzt so schräg nach oben gehen würde, dann wird die Wirklinie auch nach oben gehen. Also die Wirklinie ist einfach eine Hilfslinie, wo die Kraft in diese Richtung, wo die Kraft geht. Und der Angriffspunkt, das ist der Punkt, von dem die Kraft wirkt. Dann schauen wir uns jetzt auch gleich ein Beispiel an. Zuerst nochmal kurz zur Wiederholung. Kräfte können auf einen ruhenden Körper wirken, also Beispiel dieser Tisch, der am Boden steht, oder einfach jeder Mensch, der sich nicht bewegt, einfach nur am Boden steht. Da wirken auch Kräfte, weil wir werden ja von der Erde angezogen mit der Kraft G, die ich zuerst erwähnt habe. Aber man sieht diese Kraft nicht. Man sieht nur, man ist am Boden, und viele fragen sich, wenn ich aufhüpfe, warum falle ich dann immer wieder am Boden zurück? Das ist wegen dieser Kraft. Also nur dann wird es sichtbar, wenn man aufhüpft. Aber sonst, wenn ein Tisch zum Beispiel steht, wird es ja nicht sichtbar. Oder wenn ein Körper in Bewegung ist, dann ist die Kraft, wie gesagt, eben sichtbar. Wenn jetzt an diesem Angriffspunkt A zwei Kräfte wirken, eine nach links und eine nach rechts, die nach links Beispiel 3 Newton und die nach rechts 2 Newton, man sieht auch hier, die nach links ist länger, ist also 3 cm, die nach rechts ist 2 cm. Wohin wirkt die Gesamtkraft, also die Ergebniskraft, also einer zieht nach rechts, einer zieht nach links, zum Beispiel beim Seilziehen, wohin geht das Seil? Logisch, wenn die linke größer ist als die rechte, geht das Seil nach links.
Wie rechnen wir das aus? Also wenn 3 nach links gehen, 2 nach rechts, dann geht in Summe 1 Newton nach links. Also die 2 mit den 2 heben sie gegenseitig auf, die neutralisieren sie und da ist noch die Reserve 1 mehr. Und deshalb geht die FR, steht für F resultierend, also Ergebniskraft. Result heißt doch Ergebnis. Also resultierende Kraft geht nach 1 nach links. Die Differenz der beiden Kräfte und die Richtung der Größen wird beibehalten, ist logisch. Das nächste ist der sogenannte Verschiebesatz. Eine auf einen starren Körper wirkende Kraft darf entlang der Wirkungslinie verschoben werden. Also, Beispiel, das ist ein bestimmtes Teil, auf den eine Kraft wirkt, die Kraft F, also nur der rechte Pfeil. Man dürfte jetzt die Kraft F auch nach links verschieben. Das bedeutet, ob jetzt hier jemand zieht oder hier jemand drückt mit der gleichen Kraft, das spielt überhaupt keine Rolle. Das gleiche auch hier, ob ich jetzt bei diesem Wagen vorne ziehe oder erst da hinten bei dem Haken, das ist komplett egal. Also man darf diese Kraft entlang dieser Linie in der Richtung, in der sie wirkt, auch verschieben. Hier jetzt noch weitere Beispiele zur resultierenden Kraft. Eine Kraft mit 3 Newton wirkt nach rechts, eine zweite auch nach rechts. Also man stellt sich das jetzt wieder vor, Seil ziehen, das ist ein Seil. Jemand zieht hier mit 3, ein etwas schwächerer mit 2 nur nach rechts. Wohin geht die resultierende Kraft? Ist glaube ich logisch, die geht auch nach rechts und zwar 5 nach rechts, weil sie ja die beiden verstärken. Hier, eine geht 4 nach links, eine geht 1 nach links, auch wieder in Summe 5 und zwar in diese Richtung. Hier sind sie überlappend, es ist ganz egal, weil man die ja wieder entlang dieser Linie verschieben kann. Man kann also diese pinke hier nach hinten verschieben und hier weggeben, wäre genau das Gleiche. Hier entgegengesetzt, 2 nach links, 3 nach rechts, in Summe 1 nach rechts. Hier 3,5 und 5, also 1,5 nach rechts. So, Punkt B, mehrere Kräfte greifen einen gemeinsamen Angriffspunkt an, und zwar, die sind jetzt mit irgendeinem Winkel versehen. Oder auch hier, man sieht es, kann sich jetzt vorstellen, man hat da irgendein Objekt und einer zieht so nach rechts oben, einer nach links oben und einer nach rechts unten. Wohin bewegt sich das Objekt? Das kommt natürlich immer darauf an, in welchem Winkel zieht man und wie stark zieht man. Aber es ist eigentlich ganz leicht einzuzeichnen und zu ermitteln. Wir fangen jetzt hier an mit diesem Beispiel. Und zwar zieht hier von diesem Objekt, hier unten ist ein Objekt, von diesem Objekt zieht jemand nach rechts mit der Kraft F1 und jemand zieht nach rechts oben mit der Kraft F2. Also in Summe wird das Objekt nach rechts bewegt werden und nach oben bewegt werden und es wird genau so nach oben bewegt. Also man kann jetzt sagen, es ist egal, ob jemand nach rechts zieht und jemand nach rechts oben oder ob statt den 2 Personen nur eine Person zieht, die halt stärker nach rechts oben zieht. Wie kommt man zu dieser blauen Linie? Ganz einfach, man nimmt diesen Pfeil und baut diesen Pfeil einfach darüber, versetzt ihn und dann von Anfangspunkt bis zum neuen Endpunkt hier oben geht dann der neue Pfeil. Man könnte aber auch statt dieser Kraft diese Kraft hernehmen und baut sie eben da ans Ende her. Also man nimmt eine von diesen zwei Pfeilen und baut es ans Ende vom anderen Pfeil dran und dann vom Startpunkt bis ganz zum Schluss jetzt, diese Linie ist dann der neue Pfeil. Wie wird es in diesem Fall gehen? Man geht zum Beispiel jetzt aus von der F2, die lässt man, dann baut man die F3, man baut die F3 jetzt dran. So, also die ist jetzt da weg und dann baut man noch die F1 dran. So ungefähr. Und dann vom Anfang bis zum Ende, das wäre jetzt die resultierende Kraft. Ist jetzt ein bisschen ungenau, aber wenn man das jetzt mit Lineal parallel verschieben würde, dann würde man hier eben
genau die Richtung und genau die Länge von der resultierenden Kraft herausbekommen. Also für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, wie funktioniert das jetzt? Nochmal zur Wiederholung. Die Variante 1 ist, also Ausgangspunkt ist jetzt der, man hat da ein Objekt, einer zieht nach rechts, einer zieht nach links unten. Variante 1 ist, man lässt diese Kraft gleich und man baut ans Ende diese Kraft dazu und von diesem Anfangspunkt bis zu diesem Endpunkt, diese Kraft hier, das ist die resultierende Kraft. Variante 2, man lässt einfach die andere Kraft gleich und man baut hier die zweite Kraft, in dem Fall die Fünfer, dazu und auch wieder von Anfangs bis zum Endpunkt ist die resultierende Kraft. Also ob man es jetzt so macht, ist komplett egal, weil ja der Pfeil immer in die gleiche Richtung geht und immer auch gleich lang sein muss. Ein Praxisbeispiel wäre zum Beispiel hier das Seil ziehen, wo ein Seil sozusagen gespalten ist. Wo wirken die Kräfte? Hier ist der Angriffspunkt. Eine Kraft wirkt so, eine Kraft wirkt so nach oben. Machen wir noch farbig. Und eine Kraft wirkt hier so nach unten. Die eine Kraft war jetzt diese da. Die Frage ist jetzt, wer gewinnt? In welche Richtung bewegt sich hier dieser Angriffspunkt? Das kommt immer darauf an, wie stark sie ziehen. Je stärker, desto größer sind die Pfeile. Und dann geht man einfach jetzt her, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Pfeile so stark sind, also der zieht am stärksten, der am schwächsten und der mittlere Stärke, dann geht man jetzt einfach her und baut die anderen beiden Kräfte, also ich habe jetzt diese Kraft hier, die untere, habe ich darauf gebaut und diese hier habe ich jetzt hier angebaut und vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt diese Kraft hier, von hier unten nach hier oben, in diese Richtung würde sich das Teil jetzt bewegen. Hier nochmal einige Beispiele mit Lösungen. Also Beispiel, ich habe eine Kraft mit 450 Newton, eine Kraft mit 300 und eine mit 200 Newton und dann noch eine vierte mit 100 Newton. Auch die Winkel sind gegeben. Zuerst muss man sich das Ganze mal aufzeichnen. Also ich fange mit der 450 an, ist jetzt 4,5 cm lang. Die F2 ist 3 cm lang. Der Winkel zwischen F1 und F2 ist 120 Grad. Das wäre also jetzt hierauf dieser Winkel. Zwischen F2 und F3, also von hier weg gemessen bis hier runter, ist 50 Grad. Und zwischen F1 und F4 ist minus 100. Also geht es jetzt nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung mit 100 Grad. Dann habe ich jetzt mal diese vier Kräfte immer an einem Angriffspunkt weg eingezeichnet. Die Länge natürlich hängt dort, das ist 3 cm, 4,5, 2 und 1 cm. Wie groß ist die resultierende Kraft? Ja, man lässt jetzt einfach eine von diesen vier gleich, zum Beispiel die F1, und baut dann ans Ende von der F1 die F2 dran, dann die F3 und dann die F4. Man kann auch zur F1 zuerst die F3 und dann die F4 und dann die F2. Also die Reihenfolge ist komplett egal. Und wenn man hier jetzt vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt von diesen vier aneinandergereihten Pfeilen einen neuen Pfeil zieht, ist das die resultierende Kraft. Also in diesem Fall könnte man auch sagen, statt diesen vier Personen, die dieses Objekt hier in diesen verschiedenen vier Richtungen ziehen, könnte man auch eine Person hernehmen, die genau so raufzieht. So, es gleicht sich, zum Beispiel die F3 wirkt ja der F1 wieder entgegen und die F4 nach unten und die F2 nach oben, das neutralisiert sich wieder und in Summe könnte man einfach so schräg nach rechts oben auch die Kraft wirken lassen. Dann der nächste Punkt sind parallel liegende Kräfte. Also man hat jetzt hier zum Beispiel
Das ist jetzt ein Tisch. Auf diesem Tisch wirkt hier rechts eine blaue Kraft und hier links eine blaue Kraft. Die links ist größer als die rechts. Die Frage ist, wo wirkt die resultierende Kraft? Klar, sie wirkt nach unten, beide wirken nach unten. Aber wirkt sie jetzt genau in der Mitte oder wirkt sie eher links oder eher rechts? Das hängt auch wieder von der Länge ab. Wenn sie genau gleich lang wären beide, dann würde sie genau in der Mitte, so genau ungefähr hier, wirken. In diesem Fall aber ist die linke Kraft ja größer. Und deshalb wirkt die resultierende eher links. Wie zeichnet man das Ganze ein? Man hat jetzt 4,5 und 2,5 mit einem Abstand von 5 cm. Also ein Abstand 5 cm von hier nach hier. Die ist 4,5 lang, die ist 2,5 lang. Die resultierende macht man einfach so. Hier oben steht es beschrieben, Einführung von Hilfskräften. Also man zeichnet hier einfach eine Linie, die ist zum Beispiel 1 cm oder 2 oder 3, ist ganz egal. Und eine gleich lange Linie hier. Und jetzt verbindet man den Anfangspunkt dieser Kraft genau bis zum Ende dieser Linie, verlängert das Ganze und auf dieser Seite genauso. Und genau hier an diesem Schnittpunkt habe ich dann die Linie, auf der die Kraft wirkt. Also Beispiel jetzt, wäre diese Kraft hier noch länger, so, dann würde auch, ja, jetzt, das hängt jetzt leider zusammen, so. So. Dann wird natürlich, so, jetzt sieht man es, dann wird natürlich auch das Ganze, diese Linie hier, diese Strichlierte nach links rutschen. Dann wäre die resultierende auch eher links. Hier ein Link zu einem YouTube-Video, da wird das nochmal genauer beschrieben. Der nächste Punkt ist Kräfte zerlegen. Also man kann eine Kraft, die schräg ist, auch zerlegen, indem man die eine Kraft wieder in zwei aufteilt, in eine X- und eine Y-Komponente. Das ist eigentlich jetzt das Gleiche, was ich hier oben gehabt habe, indem ich zuerst zwei Kräfte gehabt habe und diese beiden Kräfte dann aneinander gebaut habe und dann aus diesen zwei Kräften eine einzige wurde. Und hier jetzt bei den Kräften zerlegen, Beispiel, wird aus der einen Kraft wieder werden zwei Kräfte. Also genau das Gegenteil. Man könnte die Kraft in eine X- und Y-Komponente, also waagrecht und senkrecht, so wie man es vom Koordinatensystem kennt, zerlegen. Man könnte sie auch aber zerlegen in eine waagrechte und eine so schräge, zum Beispiel. Bei waagrecht und senkrecht ist, glaube ich, logisch. Ich mache jetzt hier noch ein Beispiel. Also ich habe jetzt eine Kraft, die geht beispielsweise so. Dann wäre der waagrechte Anteil, also man kann jetzt die zerlegen hier in diesen Anteil und der senkrechte Anteil wäre hier dieser runter. Dann ist natürlich diese Kraft komplett weg. Also die wird es jetzt da nicht mehr geben, weil ja aus der einen Kraft zwei waren sind. Also entweder so diese eine oder eben hier diese zwei Kräfte. Also egal wie, jedenfalls eine von die zwei Varianten kann hier so stehen bleiben. Eine besondere Form der Kraft ist die sogenannte Gewichtskraft. Das ist die Kraft, mit der die Erde eine Masse anzieht. Ich habe es zuerst schon ganz kurz erwähnt, bei der Formel von der Gewichtskraft wird hier nicht m mal a, sondern m mal g hergenommen, weil die Beschleunigung von der Erde mit g für Gravitationsbeschleunigung bezeichnet wird. Und dieses g, die Erdbeschleunigung, die ist immer ein fixer, eine Konstante mit 9,81 Meter pro Sekunden Quadrat. Also die Erdbeschleunigung ist diese Beschleunigung, mit der uns die Erde anzieht. Die ist jetzt
auf einer gewissen Höhe, zum Beispiel am Mount Everest oder am Mond zum Beispiel, da ist diese Beschleunigung nicht so groß. Ja, am Mond zum Beispiel kennt man ja von Videos, Astronauten, wenn die einen Schritt machen, dann hüpfen die 4 Meter hoch zum Beispiel, weil hier die Mondbeschleunigung nicht so groß ist wie die Erdbeschleunigung. Und ich habe zuerst erwähnt, am Mount Everest ist sie auch nicht so hoch, weil je weiter man vom Erdkern nach außen geht, also Mount Everest ist ja sehr hoch oben, desto weniger stark ist diese Beschleunigung. Aber der Mittelwert auf der Erde ist 9,81 und das nimmt man dann auch immer zum Berechnen her. Manchmal wird auch der Einfachheit halber statt 9,81 einfach nur 10 hergenommen. Der wahre Faktor wäre aber 9,81. Am Mond, wie eben erwähnt, ist es sehr viel weniger, nämlich nur 1,62. Also deshalb fliegen auch diese Astronauten, wenn sie einen Sprung machen, viel weiter in die Höhe und brauchen länger, bis sie wieder aufkommen. Also wenn jemand eine Masse von 80 Kilogramm hat, dann hat er auf der Erde eine Kraft von 784,8 Newton und am Mond nur 129,6. Also mit so einer Kraft drückt diese Person mit 80 Kilogramm auf die Erdoberfläche mit 784,8 Newton. Man muss auch unterscheiden zwischen Masse und Gewicht. Das ist nämlich was anderes. Also das 80 Kilogramm ist die Masse M, hier dieses M, und diese Gewichtskraft, das Gewicht ist ja eigentlich nur die Abkürzung für Gewichtskraft. Und das Gewicht ist eigentlich eine Kraft und die wird immer in Newton angegeben und wird eben mit dieser Formel hier M mal G berechnet. Also wenn jemand sagt, wie groß ist dein Gewicht, dann kann man nicht sagen, 80 Kilogramm ist eigentlich falsch. Das war die Antwort, wenn jemand fragen würde, wie groß ist deine Masse, weil die Masse in Kilogramm angegeben wird. Aber wie groß ist dein Gewicht, würde man jetzt hier sagen, ja, 784,8 Newton. Sagt natürlich keiner, weil im Volksmund wird Gewicht mit Masse oft verwechselt. Wenn jemand sagt, welches Gewicht hast du, dann sagt jeder 80 Kilogramm und keiner sagt 784 Newton. Aber eigentlich, wenn man es ganz streng nehmen würde, wäre das Gewicht immer in Newton und die Masse immer in Kilogramm. Deshalb ist auch Masse nicht gleich Gewicht. Ja. Und das Gewicht variiert. Die Masse ist überall gleich, die 80 Kilogramm, aber das Gewicht, die Gewichtskraft hängt davon ab, wo ich bin. Eben am Mond habe ich eine weniger starke Gewichtskraft wie auf der Erde. Ja, hier noch zwei Übungsaufgaben. Eine Schnur, 100 Newton hält sie aus. Welche Masse darf dranhängen? Also Beispiel, man hat jetzt hier eine Schnur und hier unten hängt eine Masse dran. Maximal 100 Newton. 100 Newton ist ja die Kraft und die Kraft wird mit dieser Formel berechnet. F ist M mal G, also 100 ist die Kraft, ist gleich, die M wissen wir nicht, die wollen wir wissen, mal, und die G ist ja diese Konstante 9,81, also bräuchte man jetzt hier nur 100 durch 9,81 und dann hat man schon, ist etwas mehr als 10, wäre jetzt die Masse, die man an diese Schnur dranhängen dürfte. Welche Aussage ist richtig? Die Masse des Pakets. Die Masse, wie gesagt, wird in Kilogramm angegeben, also ist das richtig. Und das Gewicht hat, das Paket hat ein Gewicht. Gewicht wird immer in Newton, also ist in diesem Fall das hier richtig. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt die Kraft- und Kräfteberechnung etwas näher beibringen können. Hier wären noch zwei Beispiele, die könnt ihr selber durchrechnen. Wieder Newton sind gegeben, 3,2 cm, 2,6 cm Newton werden einfach als Zentimeter dann gezeichnet, der Winkel ist gegeben und es ist die FR gesucht. Also wie gesagt, einfach die Kräfte aneinander bauen und dann vom Anfang bis zum Ende, das ist dann die resultierende Kraft, die Kraft, die
statt diesen vier oder drei Kräften in diesem Fall, wenn man statt diesen drei Kräften diese reduziert auf nur eine Kraft. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, habt das Thema Kraft etwas näher verstanden.